Außergewöhnliches Skirennen gab es in diesen Tagen in Ischgl in Tirol. Die besten Küchenchefs aus Deutschland und Österreich kämpften um den Sieg beim Sterne-Cup der Köche. Erst im Riesenslalom, dann am Herd. Mit dabei auf der Piste und zu Tisch auch viel Prominenz. Einen davon haben wir heute vor dem Mikrofon. Ich bin soeben angereist. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin perplex. Ich kenne das Skigebiet gar nicht. Ich bin zum ersten Mal in Ischgl. Ich bevorzuge sonst ruhigere Destinationen. Aber jetzt lasse ich mich mal hier reinfallen und freue mich sehr. Kommt man doch ein bisschen vorurteilsbehaftet nach Ischgl? Ach nein, was, ich habe ja gar keine Vorurteile. Man weiß einfach, hier ist Party und gegen gute Party ist ja gar nichts zu sagen. Freue ich mich. Und ich meine, ich habe hier das erste Mal, schaue ich in das Skigebiet, das sieht ja fantastisch aus. Also das ist ja extrem gut. So spät im Jahr, so eine Schneeverhältnisse, das ist ja verrückt. Es sind heute Unmengen an Sterneköchen hier. Das macht mir ein bisschen Angst, ja. Wie wichtig ist Ihnen auch am Abend, Sie arbeiten sehr viel auch abends, gute Verköstigung und so weiter? Ich sag mal so, ich bin ein Genussmensch. Für mich kann Genuss sein auch ein schönes Käsebrot, ja? Oder einfach eine Scheibe Speck oder irgend sowas. Ja? Das muss nicht immer irgendein Menü sein mit irgendwelchen Tralala-Geschichten. Aber ich freue mich, wenn es gutes Essen gibt. Und insofern, glaube ich, bin ich heute hier nicht ganz falsch. Sicher nicht. Die Köche matchen sich morgen nicht nur am Herz, sondern primär auch auf der Piste. Ja. Wie sinnvoll ist es, dass man sich in fremde Disziplinen wagt? Ja, ich sage immer, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ich werde auch Skifahren, aber nicht beim Rennen. Vielleicht als Vorläufer oder so, ja. Ein bisschen aus Gaudi, aber nee, also das ist mir nichts. Ich fahre gerne Ski, aber da Rennen fahren, da gibt es mir zu viele, die das zu ernst nehmen. Und da gibt es übrigens auch zu viele, die das viel besser können. Wie schaut Ihre Prognose aus, Ihr Tipp? Gibt es Ihrerseits Favoriten? Was also ich mache mich jetzt erst so ein bisschen klug. Ich glaube, dass der Haas vom Tantris, dass der ganz schön auch, ja, will nicht sagen ehrgeizig, aber Gewinn ist am schönsten, denkt er vermutlich. Ist auch immer vorne dabei und die Oberauer sind immer stark. Okay, habe ich auch schon kennengelernt. Ja. Gut, wir werden sehen.